Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Ich bin Ralf Jorimbo und wir machen diesmal eine kleine Nebenquest. Und zwar Zweisamkeit. Mit einer dritten Person. Oh, ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich hab sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Ach, das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Hä? Also, wohin soll ich jetzt gehen? Oben? Doch zu Yodos? Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Alles klar. Das ist jetzt eine Einladung. Ja, dann machen wir das halt mal. Weg. Am Abfluss. Der Filter wurde getauscht. Jetzt zu ihr rein. Wieder von Tifas Zimmer. Sieht deutlich besser aus als unser Haus. Warte kurz. Ich beeil mich damit. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Kämpferisches. Nehmen wir was Exotisches. Was Exotisches? Was? Echt? Aber ob mir das steht? Frag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Male petzen, okay? Okay. Also jetzt auf jeden Fall eine Tür. Oh, ein
einen Sandsack hat's auch noch. Cool. So, wir sind fertig. Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Oh, ein Mondlicht-Talisman. Das war's. Da sei ich noch ein bisschen mehr gehofft, aber gut. Ausrüstung. Schauen wir mal. Mondlicht-Talisman macht uns schlechter, aber wir haben ja noch die gute Tiefe. Noch nichts, deswegen soll das funktionieren. So, hier, oh, das Eisenschwert macht sogar mehr Schaden. Theoretisch, ja, die Sache einmache. Ein dreifacher Angriff auf Gegner in der Umgebung. Okay, nicht gehört 100%. Mindestens 3 Gegner treffen. Okay, so haben wir noch was Neues. Glut, stimmt, Glut haben wir. Glut, Glut, Tiefart, Glut und Frost. Wir haben Glut und Heilen. Okay. Ist okay, können wir so lassen. Kampfberichte würde ich gerne fertig machen. Warte, genau, wir gehen mal gucken zu ihm eben. Wenn wir eben schnell machen, ob wir jetzt den einen Bericht hier abgeben können oder so. Du warst der Einzige hier, der ist also. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ah. Ja, mal so. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Cool. Luft. Die haben wir noch nicht. Brauchen wir 100. Ich Autovita? Nee. 100 Gel. Die haben wir kaufen. Das haben wir sie auf jeden Fall schon mal. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, ich mich auch. Die Monatszahlen der erlegten Bestien. Können wir hier noch gucken, vielleicht noch Gegnern? Weil ich wollte ja noch die Aufgaben fertig machen. Jetzt geht's den Viechern an den Kragen. Anscheinend da der Soft sind hier Viecher. Cool. Hoffentlich. Ich verlasse mich drauf. So, was müssten wir jetzt alles machen noch? Wende Spezialfähigkeiten Schockzustand an. Okay, und. Besetzt 15 Arten Schockzustand. Okay. Kein Problem. Ist alle so schwach. Ich kann die gar nicht schocken. Ja. Das ist echt ein bisschen problematisch gerade. Ich kann die gar nicht in den Schockzustand versetzen, weil ich zu stark bin. Jetzt wird aufgeräumt. Ja. Ich komme jetzt immer ein paar Ars-Dinger, das wäre cool. So darf's weitergehen. Scheinbar nicht. Schade. Ja, du bist auch nur Standardkram. Und eine Dusche wäre jetzt nett. Schon. So. Oh gut, dann werden wir das wohl auf später verschieben müssen. Denn ich wüsste jetzt nicht, was wir noch machen können. Räum hier mal gründlich auf. Boah. Was wir jetzt ein bisschen gelevelt haben, so theoretisch. Kampfeinstellungen. Ah, okay. Waffenmodi, die haben jeder was? Oh, da haben wir ein bisschen was. Weil das Schwert momentan am Breiten sind. Oh, das Neue ist freigeschaltet. Komm ich schnell rüber. Ach so,
Okay. So, physische Attacken machen nochmal mehr Schaden. Ganz geil. Nehme ich. Magische Angriffe, physische Abwehr und magische Abwehr. Ne? Nehmen wir nochmal die Abwehr. So, zack. Sehr schön. Das kann man jetzt nur wirklich. Oder? Okay, wir können für jede Waffe einzeln das machen. Okay, gut. Konter. Okay, machen wir den. Ja, schon hier. Punkte für alle haben. Den machen wir. Und ganz schön, jetzt hier auf der ersten Stufe alle. So. Achso, ich muss ja. Ups, falsche Taste. So. Jetzt habe ich nicht mehr genug für die. Okay. Gut, gut. So, dann nochmal tiefer noch. Ist wahrscheinlich auch gelevelt, oder? Jawohl. So, was haben wir denn hier? Schalenfestung. Zusätzlicher Slot. Oh, physischer Angriff. Nehmen wir. Und mehr Leben. Nehmen wir den zusätzlichen Slot mal. Könnte ja auch nützlich sein. So, dann können wir wieder auf Ausrüstung gehen. Auf die Tiefe. Dann gehen wir hier hin. Und dann sagen wir mal, Mädchen, kannst du auch mal Luft nutzen. So. Möglichen Einsatz der Fähigkeit Chakra. Okay. Ach, da haben wir sogar den Fortschritt jeweils. Okay, cool. Haust du wirklich alles um, was hier unterkommt? Scheinbar. In dem Fall sind wir relativ gut dabei, ne? So, oder? Stan, der beste Hund der Welt. Alles klar. Ich habe da was ganz anderes Großes. Oh, das sollte man schon einem kleinen Mädchen sagen. Gut, auf geht's. Hey, Tiefer! Ich komme heute wieder in. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich! Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer? Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tiefer. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Was stark ist, was einfach ist? Was einfach ist. Ach, einfach irgendwas. Einfach irgendwas, Entschuldigung. Okay, ich mix dir was Passendes. Schmeckt er vorzüglich.
Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Ist es nicht ein bisschen gefährlich, einfach jedem hier den Code zu zeigen? Sonst eine Beschäftigung suchen. Leer trinken ist nicht, oder wie? Hm. Was denn hier? Muss mal umgucken hier. War ein seltsames Mädchen. Hat wahrscheinlich noch jede Menge später mit uns zu tun. Bauten. Ich hätte jetzt keinen so einen Blick, wo ich einfach sehen kann, was so mich interagieren kann. Hier kann ich echt nicht mit interagieren, okay. Ah, ich habe jetzt alle. Okay, cool. Einfach mal ausmachen. Mit X kannst du einen Dart verwerfen. Die gehoffene Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Er wirft jede Runde mit 3 Fallen. Das Ziel ist, seine Punkte genau auf 0 zu halten. Für jeden Wurf gibt es eine Zeitbegrenzung, bis der Dartfall geworfen werden muss. Je kleiner der Zielkreis beim Drücken, desto genauer der Wurf. Ziel möglichst auf das Feld mit hohen Werten. Okay. Bis Punktzahl, doch Vorsicht, wenn die Gesamtpunktzahl ins Negative geht, dann hat man überworfen. Okay. Ah, die Höchstpunktzahl verwandelt man mit einem Treffer im Zentrum der Scheibe, Bullseye oder Meisterring. Double oder Minimum Triple, okay. Punkt zu dem nächsten Wurf auf 0 gesenkt wurde, werden die beiden Felder angezeigt, die du dafür treffen musst. Natürlich an den Feldern, okay. Das ist nichts davon zu sehen, was mit, dass man nicht mit blenden muss. Gut, werde ich mal sehen, ob ich hier gut werfen kann. Oh, schade, okay. Ah, so funktioniert es. Okay, gut. Sand. Bam. Oh fuck, ich kann keine 180 mehr machen. Schade. Ist noch egal. Oh, ein Triple 3. Nice. Okay, ist doch ein bisschen anspruchsvoller. Schade. Ist echt ein bisschen komisch. Kann ich die Bettschau jetzt schaffen? Ah, und jetzt muss noch die. Warte, können wir noch doppelt 20 schaffen? Oh, wow. Okay. Oh, Slow-Mo. Double, 20. Ja. 10 Würfe.
Okay, das müssen wir besser machen. Das geht deutlich. Dann warte ich mal. Nein, ich will nochmal. Ja, ich will Dart spielen. Ich will die Punktzahl brechen. Jetzt habe ich das System von dem Ding verstanden. Ja, leider nur nicht gut genug. Ja, die ist einfach total ausrastet plötzlich. Das ist ein bisschen kacke. So, ja, ich hab's unter Visier und dann, ja. Doch nicht. Unter Visier sag ich schon unter Begriff. Ich will hier dreimal Triple werfen. Doch nicht. Ich will einfach. Ah, okay, ich habe auch noch einen zweiten Versuch so gesehen. Okay, gut. So. Trippel und dann Doppel. Oh. Okay. So. Und bei dem Spiel darf ich einfach hier hinwerfen, ne? Von daher ist, kannst du mir einfach voll easy eigentlich machen. Das ist so dämlich eigentlich. Muss. Es ist ja die Regel, dass man mit Doppel enden muss. Ja, ich will Dart spielen. Ich will den Rekord hier brechen. Das ist meine Ehre lässt nichts anderes zu hier gerade. Zack, ich muss mindestens 180 werfen hier. Manchmal ist das Doppel voll easy zu handeln und dann wieder nicht. Komisch. Ja, eine Doppel 5, wow. So. Mit 6 Pfeile, ne? Und hat gepasst, Gott sei Dank. Und jetzt. Oh, so gerade. Und jetzt der Beste. Rang 1. Bam. Ich habe immer noch keine 180 geworfen, ne? Ich will die 180 haben. Sorry, Leute. Ich will die 180. Hm. Ich werde schon direkt instant aufhören. Es dauert immer ein bisschen länger. Oh, was war das denn? Ich will die 180 haben. 180 mindestens. Over 9000. So, haben wir. Boah. Wie das Spiel sich so dagegen sträubt manchmal einfach so. Nein, du darfst nicht stoppen. Du darfst nicht 180 werfen. Und hat noch gepasst, Gott sei Dank. Nein, Mann! Zwei hatten wir schon. Das ist doch schwerer als gedacht. Fing ja schon gut an. Ist einfach zu schnell.
hoffe, später gibt es dann bessere Pfeile, dass man irgendwie nicht dieses Zittern merkt. Hate you Spiel. Ich überlege gerade, wo war bis jetzt das beste Dart-Spiel eigentlich? War es bei Judgment? Judgment war eigentlich ganz gut, das Dart-Spiel. Ich habe einfach auf gut Glück mal geworfen. Hat leider nicht gepasst. Ich glaube, Judgment war echt das Beste. Oder? Boah, jetzt war ich zu dämlich. Sorry. Da war ich zu dämlich für. Jetzt gehen so 5 Jahre vorbei. Noch gerade gepasst, Gott sei Dank. Der war relativ easy. Mann. Der eine war wirklich jetzt voll locker easy, der andere war dafür ultra schwer irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, der war jetzt wieder relativ gut zu halten. Der war auch jetzt gut zu halten eigentlich. Ich schätze langsam den Kraus. Jawohl! 180. Meine Ehre. Das wäre jetzt egal. Quatsch. Gutes Training. Jetzt komm ich schon langsam in den Bogen raus. Wir haben nur eins. Werden wir es schaffen? Wir haben es wirklich nicht geschafft. Wir haben es wirklich nicht geschafft, dieses riesige Feld zu treffen. Wirklich, Cloud? Wow. Aber schön auch das Design eigentlich, muss ich sagen. Da wirfst du nur 180 und dann brauchst du trotzdem 8 Würfe. Egal. Wir haben mehr Rang 1 erreicht und wir haben 180 geworfen. Mehr will ich nicht. Krieg ich dafür irgendwas? Anscheinend nicht. Hier irgendwas zum Erledigen? Ah, soll mich wieder hier hinsetzen, okay. Nachdem ich mich mit dem Minispiel auseinandergesetzt habe. Gut, wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Tut mir leid, haben wir ein bisschen mit unserer Zeit mit Dart verschwendet, aber egal. Also, haut rein. Ciao, ciao.